Meine Damen und Herren, liebe Fußballfans, wir kommen nun zu einem Klassiker im Klassenkampf. Dritte Welt gegen Erste Liga. Die Näherinnen aus El Salvador treffen heute auf ihren Angstgegner, einen Adidas-Aktionär. Wir hoffen auf eine spannende Begegnung. Schon wieder so spät geworden. Ich nähe 11 Stunden jeden Tag in der Fabrik, aber finanziell mache ich trotzdem keinen Stich. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlimm mein Tag war. Ich sag nur Aktionärsversammlung. Boah, die ganze Zeit diese Schnittchen fressen. Ich habe richtig zugelegt, ich glaube. Das war die letzte Schüssel Reis. Tja, dann machen wir morgen eben wieder eine Reisdiät. Das müssen wir mal machen. So richtig 2-3 Kilo. Reis. Wir könnten 1-2 Wochen davon leben, aber mit den 160 Euro, die ich im Monat fürs Nähen bekomme. Ach, da kannst du keine großen Sprünge machen, weißt du? Adidas hat ja in letzter Zeit, das war das erste Quartal, haben wir 200 Millionen Überschuss nur noch gemacht. Wissen Sie, was am schlimmsten dabei ist? Golf. 80 Millionen allein, weil diese scheiß Golfsparte nicht funktioniert in Amerika. Immerhin haben wir einen Gewinn gesteigert auf 800 Millionen. Wir haben die Dividende erhöht. Die Aktionäre müssten eigentlich alle zufrieden sein. Aber dass die Näherinnen ausgepresst werden wie die Zitronen. Aber nein, nein, nein. Immer noch mehr. Was sollen wir denn noch machen? Näherinnen schlagen. Ja, es gibt Vorarbeiterinnen, die schlagen Näherinnen, weil sie die Stückzahl nicht schaffen. Ja, Sie haben richtig gehört, geschlagen worden sind wir. Von Nike. 2,5 Milliarden. Und wir? Können uns von unseren Löhnen nicht einmal anständig ernähren. Es gibt nur noch eine letzte Hoffnung. Eine Gewerkschaft. Aber wir dürfen keine Gewerkschaft gründen. Ja. Aber weil wir sonst immer noch weiter rückrutschen hinter Nike. Verstehen Sie, das ist das Brasilien. Das ist unsere letzte Chance. Bei der WM müssen wir 2 Milliarden holen, sonst fliegen wir hochkant raus. Wenn du nur das Wort Gewerkschaft sagst, dann stehst du schon auf der schwarzen Liste. Deshalb machen wir weiter Zwangsüberstunden, auch an Feiertagen. Es gibt Mütter, die sehen ihre Kinder oft wochenlang nicht. Das ist echt geil. Weißt du, weil diese Nationaltrikots von der deutschen Nationalmannschaft, die verkaufen sich wie Harnwegsinfektionen. Ja, sie haben die Vorgaben erhöht. 300 Trikots am Tag, das schaffst du nur ohne Toilettenpause. Und das schaffst du nur, wenn du den ganzen Tag nichts trinkst. Daher die Infektionen. Ja, wir brauchen jetzt wirklich Anschub. Wir machen bei der WM eine der größten, wirklich größten Werbekampagnen der Unternehmensgeschichte. Eine Kollegin von mir macht jetzt eine Vortragsreise in Deutschland. Vielleicht bekommen die Menschen etwas davon mit. Oh ja, wir haben richtig Geld in die Hand genommen. Letztes Jahr allein 1,5 Milliarden für Marketing. Ich bräuchte eigentlich von meinem kleinen Monatslohn das Dreifache, um meine Familie anständig ernähren zu können. Aber damit wollen wir nächstes Jahr einen Überschuss machen von etwa 1 Milliarde. Ah, das wäre gut. Das läuft ganz gut mit dem WM-Ball da. Den mögen die Leute. Wie heißt das da? Die Estela Ramirez heißt meine Freundin. Sie kämpft seit Jahren für verbesserte Arbeitsbedingungen für uns Frauen in den Fabriken. Aber wissen Sie, was Adidas dazu sagt? Brazuca, genau. Brazuca, so heißt dieser Adidas-WM-Ball. Adidas schreibt sogar auf seiner Homepage. Tja. Wenn die Löhne steigen, dann müssen wir mit unseren Aufträgen eben dahin gehen, wo die Löhne niedriger sind. Brazuca, wissen Sie, was das heißt? Herzlichkeit. Tja, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich finde eine hochklassige Begegnung, emotional ausgeführt. Mal schauen, was unser FIFA-Funktionär dazu zu sagen hat. Herr Treter? Treter! Also, Entschuldigung. Das war gar nichts, Herr Uthoff. Ein paar überbezahlte Satiriker, die auf dem Rücken fiktiver Arbeiterinnen Betroffenheitspunkte sammeln. Und dann war Ihre Betroffenheit nur gespielt? Ja, sicher, aber das Schicksal dahinter ist doch trotzdem echt. Das könnte durchaus möglich sein. Ich höre, wir haben gerade eine Schaltung zu Estela Ramirez, der Näherin. Ja, die Schaltung steht. Bitte schön. Liebe Zuschauer der Angstsaal, ich bin Estela Ramirez aus El Salvador. Ich und meine Kolleginnen nähen im Akkord ihre Adidas-Trikots zusammen. Die Arbeit macht... Da bin ich wieder. War gerade eine Störung in der Leitung. Wo waren wir? Bei Estela Ramirez, einer Näherin, die vor kurzem auch in Deutschland bei der Adidas-Aktionärsversammlung gesprochen hat.
Wie ist das da gelaufen? Oh, super. 3 von 4 Großaktionären haben den Raum verlassen. Mir reicht's jetzt. Ich räume jetzt auf mit Adidas. Was kostet so ein geschissenes Trikot? 79,95 €. Ja. Und was verdienen die Näherinnen? Die Lohnkosten machen 80 Cent aus, also 1%. 99% gehen an die, die die Trikots verkaufen, die drüber reden oder sich damit fotografieren lassen. Jetzt weiß ich auch, was dieser Schmarrn von einem Slogan heißt. Adidas is all in. Ja, Adidas streicht alles ein. Nicht ganz. Laut Presseberichten zahlt Adidas dem teuersten Nationalspieler 300.000 € dafür, dass er das Trikot trägt im Monat. Adidas ist ein Fußballspieler, also 2000 Mal mehr wert als eine Näherin. Naja, so ein Nationalspieler, der soll ja auch Millionen von Menschen unterhalten. Ne? So eine Näherin, die kann ja nicht mal ihre eigene Familie unterhalten. Also, mir langt's jetzt. Mir langt's jetzt. Ich will diese WM nicht mehr sehen.